Auch in der Klausur müssen Sie damit rechnen, mit solchen Datenstrukturen umzugehen, wie wir sie jetzt hier in diesem Video basteln werden. Zum Beispiel in der Frühjahrsklausur vom 2020 kam das vor. So, wir machen erstmal eine kleine Vorarbeit, die uns direkt dann zur Definition solcher Strukturen und zum Umgang mit diesen Strukturen führen wird. Eine eigene Listling-Klasse bauen bedeutet zunächst einmal, ein Element, eine Klasse für Elemente dieser List-Klasse zu bauen. Ja, eigentlich sind ja die Elemente einer Liste die Schlüsselwerte, die wir daran speichern wollen, aber wir brauchen ein bisschen mehr Struktur als nur den Schlüsselwert, denn wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass die einzelnen Elemente miteinander verbunden sind, und das sehen Sie hier in dieser Klasse namens List-Item, ein nicht ganz untypischer Name für solche Klassen. Ist generisch, denn so wie wir das ja bei den Collections in der Java-Bibliothek gesehen haben, so wollen wir auch unsere eigene Linked-List-Klasse generisch halten. Der Schlüsselwerttyp soll generisch sein. Es soll uns vollkommen egal sein, von welchem Typ die Schlüsselwerte sind. Also ist die Klasse generisch und das Attribut ist generisch. Und hier sehen Sie schon mal angedeutet in einem solchen Diagramm, wie wir sie schon häufig gesehen haben, wie diese Struktur dann aussehen wird, wie man einzelne Listenelemente miteinander verknüpfen kann. Also von einem Start her, der traditionell Head heißt, Kopf der Liste, der verweist auf das erste Element, verweist auf das zweite Element und so weiter und so fort. Und Sie sehen schon, einerseits die eigentlich wichtige Information, der Schlüsselwert ist in jedem solchen Listenelement gespeichert und noch zusätzlich ein Attribut, das von einem Listenelement dann jeweils auf das nächste verweist. Also von Head auf das erste, vom ersten auf das zweite und so weiter. Und dementsprechend muss dieses zweite Attribut natürlich vom selben Typ wie die Klasse selber sein. Das ist ja kein Problem, weil das ja immer nur Referenzen sind. Ein Objekt von Typ List-Item T kann natürlich kein Objekt von Typ List-Item von T enthalten, weil das müsste dann wieder ein Objekt von List-Item T enthalten, das wieder und das wieder, das geht nicht. Aber ein Objekt von Klasse List-Item von T enthält eben mit Next nur eine Referenz auf ein anderes Objekt, und das funktioniert natürlich. So, und hier sehen Sie dann, wie das Bild oben zustande gekommen ist. Wir haben einfach die beiden Objekte da eingerichtet. So, und wir werden uns jetzt hier lösen von dieser Vorstellung im Computerspeicher, wie Sie oben nochmal sehen, und werden uns eher Bilder anschauen, wie sie unten sind. Einfach eine höhere Abstraktionsebene. Es interessiert uns nicht mehr, dass diese einzelnen Objekte irgendwo im Speicher an irgendwelchen Adressen abgespeichert sind, sondern wir nehmen sie einfach als Spielmaterial sozusagen her, ganz losgelöst davon. Und wenn wir uns dieses Bild dann hernehmen als Basis, dann können wir dieses Bild natürlich auch beliebig erweitern, ohne dass das ganze Gesamtbild wie im Computerspeicher zu kompliziert aussehen würde, sondern schön einfach können wir uns das strukturiert denken von links nach rechts. So eine Liste beginnt wieder mit einem Verweis auf den Kopf, also auf das erste Element, und jedes einzelne Element verweist dann jeweils auf das nächste, und das allerletzte Element verweist dann auf null. Symbolisches Wert null, um anzudeuten, dass da kein weiteres Element mehr kommen wird. Und Sie sehen, die Listenklasse ist im Prinzip ganz einfach strukturiert. Alles, was sie intern enthalten muss, als Mindestes, ist eben dieser Kopf, dieser Verweis auf das erste Element der Liste, beziehungsweise hat den Wert null, wenn die Liste kein Element hat. Und alles Weitere, was wir jetzt betrachten werden, spielt sich dann im Inneren dieser Liste ab, im Private-Bereich, rund um dieses Attribut Head. Natürlich muss dann das dann entsprechend korrespondieren zu Methoden im Public-Bereich, wie addieren, entfernen, suchen und so weiter. Aber wir werden uns vor allem auf die Implementation selber kümmern und werden uns bei der Definition der Methoden dann mehr oder weniger anlehnen an das, was wir vorher im Video über Collections in der Java Standard Bibliothek gesehen haben, als Methoden des Interface List. So, das Wichtigste erst einmal, wie können wir alle Elemente einer Liste von vorne bis hinten durchlaufen? Wir betrachten jetzt das Ganze erst einmal wirklich
auf der nackten Datenstruktur nicht eingekapselt in die Klasse MyLinkedList. Wir werden später sehen, was wir ja auch schon in der Java Standard Bibliothek gesehen haben. Das macht man mit Iteratoren und wir werden diese Iterator-Klasse und auch die Methode Iterator, die von einer LinkedList dann ein entsprechendes Objekt der zugehörigen Iterator-Klasse zurückliefert. Das wollen wir alles dann später noch selber implementieren. Aber erstmal schauen wir uns das Ganze auf der reinen nackten Datenstruktur selber an und schauen dann so nach und nach, was das dann eingekapselt in der Klasse MyLinkedList bedeutet. So, um durch alle Elemente der Liste durchzulaufen, müssen wir erst einmal mit dem ersten Element beginnen. Wir richten einen Laufpointer ein, Laufzeiger, so wollen wir das jetzt nennen. Und die Idee ist, dass die Listenstruktur natürlich völlig unverändert bleibt, dass auch head weiterhin, wie der Name schon sagt, auf das erste Element verweist. Aber p durchläuft jetzt alle Elemente nacheinander und am Anfang setzen wir p gleich head, dann verweist p eben auf das erste Element. Wie geht jetzt p von einem Element zum nächsten Element weiter? Das sehen Sie hier oben angedeutet grafisch und unten sehen Sie die entsprechende Anweisung. Solange p auf dem ersten Element stand, stand hier unten in p.next die Adresse des zweiten Elements. Wenn ich also p auf das zweite Element zeigen lassen will, wenn ich also in p nicht mehr die Adresse des ersten Elements, sondern die Adresse des zweiten Elements haben will, dann muss ich gucken, okay, in dem Moment, wo p noch auf die Adresse des ersten Elements enthielt, ist p.next, wie gesagt, zweites Element und dann muss ich in p einfach die Adresse des zweiten Elements speichern und dann zeigt p, so wie Sie das oben schematisch angedeutet sehen, tatsächlich nicht mehr auf das erste, sondern auf das zweite Element. Und das Ganze funktioniert natürlich nach derselben Logik, nicht nur am Anfang der Liste, vom ersten zum zweiten, sondern von irgendeinem Element zu dem jeweils nächsten. Die Logik ist dieselbe. Solange p auf ein Element verweist, steht in p.next die Adresse des nächsten Elements. Das heißt, wenn wir p auf das nächste Element verweisen lassen wollen, dann müssen wir den Inhalt von p eben mit dem, was jetzt noch p.next ist, überschreiben. Nachdem das geschehen ist, ist p.next natürlich was anderes. Und am Ende brauchen wir auch gar nichts anderes zu machen, sondern wenn p auf das nächste Element verweist, wir wollen das Ende des Durchlaufs dadurch abfragen und anzeigen lassen, dass p dann den Wert 0 hat. Das werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Das heißt also, wenn p auf das letzte Element verweist, mit p gleich p.next, genau dieselbe Anweisung, brauchen wir nichts anderes zu machen, keine Fallunterscheidung, dann wird p im nächsten Moment dann den symbolischen Wert null haben und das können wir dann hernehmen, um zu prüfen, ob der Listendurchlauf zu Ende ist oder nicht. Und das sehen Sie dann hier. Das Beispiel für sich genommen, das können Sie natürlich wieder genauer nachlesen im systematischen Durchgang durch den Stoff in diesen Foliensätzen mit den Notizen. Was entscheidend wichtig ist hier, ist das, was gelb unterlegt ist. Das ist kein Zufall, dass das so ähnlich aussieht wie beispielsweise Durchlauf durch ein Array mit aufsteigenden Indizes. Wir haben am Anfang die Initialisierung auf das erste Element der Liste. Dann haben wir die Fortsetzungsbedingung, dass das Listenende noch nicht erreicht ist, also dass noch nicht über das letzte Listenelement hinausgegangen ist. Und hier haben wir die Fortschaltungsbedingung. Das wäre hier bei Arrays eben int i gleich 0 zum Beispiel als Initialisierung. Hier wäre die Fortsetzungsbedingung i kleiner r-Länge und hier die Fortschaltung i++. Sie sehen hier wieder ein Beispiel dafür, wie mächtig die Vorschleife in Sprachen wie Java ist, dass es eben nicht eine reine Zählschleife ist, wie durchaus in vielen anderen Programmiersprachen, wo man für solche Konstrukte eben nur die While-Schleife hätte, sondern For-Schleife ist generell eine Abkürzung für bestimmte Situationen, wo man eigentlich auch eine While-Schleife nehmen könnte, nämlich genau diese Situation, eine Initialisierung, eine Fortsetzungsbedingung und sowas wie eine Fortschaltung. Und das sehen Sie auch gleich bei unserer nächsten Methode.
Contains. Diese Methode kennen Sie aus dem Video über Collections in der Java-Bibliothek. Und Sie sehen, die gelb unterlegte Zeile ist exakt dieselbe wie eben. Nur bei Contains müssen wir ja im Allgemeinen nicht unbedingt die gesamte Liste durchlaufen, sondern nur so weit, bis wir das Element, was wir suchen, gefunden haben. Also wir werden jetzt hier nicht alles mit Exceptions und so weiter, so wie wir das im Video zu Collections in Java Standard Bibliothek gesehen haben, betrachten. Das werden wir alles außen vor lassen, sondern uns auf den Kern konzentrieren. Und dann sehen Sie, der Unterschied ist der, dass wir nicht mit jedem Element wie eben beim Durchlauf alles machen, sondern dass wir abprüfen, ob das Element, auf das gerade P verweist, ob der Schlüsselwert da drin tatsächlich der gesuchte ist. Und wenn der gesuchte ist, dann wissen wir, das gesuchte Element ist eben in der Liste drin. Also können wir an dieser Stelle abbrechen und true zurückliefern. Wir brauchen dann die Liste nicht mehr weiter zu durchsuchen. Wenn hingegen die ganze Liste durchlaufen ist, ohne dass irgendwann mal hier equals true ergeben hat, dann heißt das, die Liste ist ganz durchlaufen, P ist gleich 0. Das heißt also, das gesuchte Element ist gar nicht in der Liste drin und dann ist es korrekt, false zurückzuliefern. So, damit haben wir eigentlich die beiden wesentlichen Punkte gesehen, wie man durch eine Liste durchlaufen kann, ohne diese Liste zu verändern. Entweder ganz durchlaufen, wie eben bei Process All, oder jetzt wie bei Contains durchlaufen bis zu einem Element und mit dem dann irgendwas machen. Jetzt kommen wir zu modifizierenden Operationen, zum Einfügen eines Elements und dann auch zum Entfernen eines Elements. Wir werden nur diese beiden betrachten. Alles andere an modifizierenden Operationen auf einer Liste sollte sich dann daraus leicht ableiten lassen, wie man sowas zu implementieren hätte. So, neues Element einfügen. Da schauen wir uns an, wie das erst einmal, wie das am Anfang der Liste aussieht, wie man am Anfang der Liste ein neues Element einfügt, das dann das neue erste Element ist. Ja, es ist immer sinnvoll, sich erstmal einen einfachen Fall vorzunehmen und wir werden auch sehen, dass es hier tatsächlich eine Fallunterscheidung sinnvoll ist, ob das einzufügende Element am Anfang oder irgendwo anders einzufügen ist. So, also wir schauen uns erst einmal an, wie sieht das aus? Wir wollen ganz vorne an der Liste ein neues Element einfügen, das dann eben das neue erste Element ist. Und hier oben sehen Sie die schematische Darstellung nach diesen Zeilen hier. Wir richten also ein neues Listenelement natürlich erstmal ein und speichern den Schlüsselwert, den wir zusätzlich einfügen wollen in diese Liste, in dieses neue Element ein. Und dann machen wir erstmal den ersten Schritt, dass wir hier bei diesem neuen Listenelement, dass wir das in die Liste sozusagen hineinkoppeln, indem wir das Next-Attribut auf das bisherige erste Listenelement verweisen lassen. Das heißt also, von temp aus haben wir schon eigentlich unser Ziel erreicht. Neues erstes Element, altes erstes Element ist jetzt neues zweites Element, altes zweites Element ist jetzt neues drittes Element und so weiter. Wir müssen aber natürlich noch dafür sorgen, head ist ja das Attribut, das immer auf das erste Listenelement verweisen soll. Wir müssen dafür sorgen, dass head das wieder tut. Momentan zeigt es auf das neue zweite Element. Und das geht natürlich einfach, indem wir head gleich temp setzen. Damit ist diese Operation zu Ende. Wichtig ist hier die Reihenfolge. Schauen Sie mal, wenn wir jetzt zuerst, wenn wir noch nicht von dem neuen Element next auf das bisherige erste Element gesetzt hätten, sondern gleich als erstes head gleich temp gesetzt hätten, dann würde head also nicht mehr auf das bisherige erste Element verweisen. Es würde gar keine Referenz mehr geben, die auf das erste Element oder auf irgendein Element der alten Liste verweisen würde. Das heißt, diese bisherige Liste wäre völlig verloren. Wir können sie nicht mehr erreichen. Und die neue Liste würde so aus, hätte nur noch dieses Element. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Deshalb müssen wir die Reihenfolge so einhalten, wie wir sie eben gesehen haben. Nicht zuerst head gleich temp setzen, sondern erst hier von dem neuen Element next auf das bisherige erste Element setzen. So, jetzt haben wir gesehen, wie das Ganze aussieht am Anfang der Liste.
Es ist ein bisschen komplizierter, wenn wir ein Element an irgendeiner anderen Position in der Liste einfügen wollen. Erstmal müssen wir natürlich zu dieser Position hin, das werden wir uns gleich ansehen. Aber wenn wir an dieser Position angekommen sind, dann müssen wir an dieser Stelle das neue Element hineinkoppeln in die Liste, wenn man so will. Und was Sie hier sehen ist, wir wollen hier genau zwischen diesen beiden Listenelementen wollen wir dieses Element einfügen. Was wir zunächst mal machen, ist natürlich erstmal wieder wie eben überhaupt ein neues Listenelement einrichten und den Schlüsselwert entsprechend reinschreiben, sodass dieses neue Listenelement da ist und fertig ist zum Einkoppeln. Und der erste Schritt ist wieder der, dass vom neuen Listenelement Next verweist auf das Element, das unmittelbar danach dann folgen soll in der neuen Reihenfolge. Und dann können wir das Next von diesem Objekt eben auf das neue Element verweisen lassen, sodass Sie, wenn Sie das in Gedanken durchgehen, hier, dass Sie dann, wenn Sie bei diesem Element ankommen, wenn Sie durch die Liste durchgehen, bei diesem Element ankommen, dann ist als nächstes dieses Element dran, dann wieder dieses Element dran und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben tatsächlich geschafft, dieses neue Element damit in die Liste einzukoppeln. Auch hier wieder aufpassen, dass man die Reihenfolge einhält, nicht zuerst von dem vorhergehenden Element hier auf das neue Element verweisen, denn dann ist wieder die Restliste, alles was danach kommt, verloren. Am Ende der Liste muss man sich nochmal klar machen, muss nichts anders gemacht werden, als wenn man das Element irgendwo mitten in die Liste hinein einfügen will, weil anstelle von dem nächsten Objekt, auf das dann das neue Element verweisen soll, haben wir halt null. Das ändert aber von dem, was wir da an Anweisungen auszuführen haben, überhaupt nichts. So, dann werden wir diese Methode jetzt implementieren. Wir werden im Prinzip die Methode add also implementieren, wie wir sie schon für Listen im Video zu Listen, also zu Collections in der Java Standard Bibliothek gesehen haben. Wir werden uns aber die Freiheit nehmen, nur eine Exception, die hier gut passt, die hier wichtig ist, dann mit zu berücksichtigen, die anderen Exception-Klassen, die von der Methode add potenziell geworfen werden können, sind hier ohne Relevanz, die lassen wir hier aus. So, was war jetzt hier die Logik dieser Methode add? Die Logik war die, wir haben hier einen Index, der kann zwischen 0 und Listenlänge jeweils einschließlich sein, also aktuelle Liste der Länge natürlich gemeint. Und an dieser Position wollen wir das neue Element einfügen. Und falls die Position nicht in diesem Bereich ist, dann soll eine entsprechende Exception geworfen werden. So, die eine Richtung, die eine Möglichkeit, wie es passieren kann, dass die Position nicht in dem erlaubten Bereich ist, die können wir von vornherein abprüfen. Nämlich, das ist eben der Fall, dass die Position kleiner 0 ist. 0 heißt ja, zur Erinnerung, einfügen vor dem ersten bisherigen Element, 1 dann vor dem bisherigen zweiten Element, 2 dann vor dem bisherigen dritten Element und so weiter und so fort. Ob auch auf der anderen Seite die Position valide ist, also nicht größer als die Listenlänge ist, könnte man vorher abprüfen, falls man zusätzlich in der Listenklasse noch die Größe immer als weiteres Attribut mitspeichert. Wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, dass die Listenklasse nicht die Größe der Liste, die Anzahl der Elemente, die aktuell gespeichert sind, als weiteres Attribut mitspeichert. Das heißt, wir können erst, wenn der Durchlauf ganz durch ist, schauen, ob die Position nicht größer als die Listenlänge ist, weil wir die Listenlänge einfach nicht zur Verfügung haben. Die werden wir dann aber bekommen, falls sie relevant wird. Das werden wir gleich sehen. So, also falls die Position kleiner 0 ist, dann soll eine Index-Out-of-Bounds-Exception geworfen werden. Und ansonsten machen wir das, was wir immer auch sonst gemacht haben. Wir richten ein Element ein und das Element, das wir einfügen wollen, und setzen den Schlüsselwert entsprechend auf den Wert, den wir hier als zweiten Parameter der Methode add einfügen wollen. Das ist der gesamte Code nochmal für das Einfügen an der Position 0. Das heißt also, dass das neue Element das neue erste Element der Liste sein wird. Also wir prüfen ab, ob dieser Fall überhaupt gegeben ist. Das heißt,
ob der Wert der Position, der übergeben wurde, gleich 0 ist. Und dann müssen wir hier noch etwas machen, was wir in den Bildern nicht uns angeschaut haben, nämlich eine Fallunterscheidung, wenn der Kopf der Liste null ist, also wenn die Liste momentan leer ist, keine Elemente enthält. Ja, wie soll das Ergebnis danach aussehen? Ja, das soll einfach so aussehen, dass das neu eingerichtete Listenelement das einzige Element ist. Und das haben wir einfach dadurch dann erreicht, indem wir head auf die Adresse dieses neu eingerichteten Objekts dann verweisen lassen. Und ansonsten passiert das, was wir im Bild gesehen haben, denn das Bild zum Einfügen am Anfang einer Liste war, ja, das habe ich Ihnen da vor ein paar Folien untergeschoben, ohne es Ihnen mitzuteilen, war ja von der Annahme ausgegangen, dass es tatsächlich mindestens ein Element in der Liste momentan gibt. Und dann haben wir schon gesehen, wie der Code dann aussieht. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann sind wir auch fertig. Wir haben das Element an der richtigen Position eingefügt und können mit Return die Methode add beenden. Ich habe jetzt vergessen noch zu sagen, wir nehmen uns hier auch die Freiheit, die Methode add einfach als Void-Methode zu definieren, einfach nur, um den ganzen Code schlank zu halten und nur uns auf das Wesentliche hier zu konzentrieren. Es sollte eine leichte Übung für Sie sein, entsprechend den Code der Methode add zu erweitern. Das ist jetzt der Code, um erstmal an die richtige Stelle, an die richtige Position zu kommen zum Einfügen des neuen Listenelementes und dann dort tatsächlich das neue Listenelement auch einzufügen. Und Sie sehen, das ist auch der gesamte Code nicht nur dafür, sondern auch dafür, dass in dem Falle, dass die Position größer als die Listenlänge ist, dann tatsächlich wieder die Index-Out-of-Bounds-Exception geworfen wird. So, gehen wir das mal durch. Sie kennen dieses Bild hier oben ja schon. Das ist genau dieselbe Vorschleife wie bisher auch, mit der wir eigentlich durch die gesamte Liste durchgehen. Und jetzt müssen wir aber bis zu dieser Position nur gehen. Und da wenden wir einen kleinen Trick an, der immer mal wieder bei solchen Durchläufen ganz sinnvoll ist, wo wir durch irgendeine Datenstruktur, ein Array oder eine Liste oder sonst was durchlaufen bis zu einer bestimmten Position, indem wir einfach beim Durchlauf, bei jedem Schritt des Durchlaufs, diese Position um 1 dekrementieren. Und wenn dann die Position 0 ist, wir müssen jetzt genau schauen, bis wie jetzt hier die Bedingung in der If-Verzweigung ist, ob das jetzt korrekt ist mit Position gleich 0 oder mit Position gleich 1 oder mit Position gleich minus 1, irgendwas in der Form. Wenn die Position dann runtergezählt ist, dann soll einfach das Element eingefügt werden, wie wir das schon gesehen haben auf der Folie, und wieder mit Return dann die Methode verlassen werden. Also müssen wir uns ganz genau kurz überlegen, ob jetzt Position gleich 0 die richtige Abfrage ist. Also nehmen wir mal an, die Position, mit der wir reingehen, wäre 1. Dann würde also ein Schritt notwendig sein und genau das passiert auch. Es passiert ja ein Schritt, mit dem wir hier, das ist natürlich genau falsch. Wenn die Position 1 wäre, müsste genau 0 Schritte notwendig sein und genau das passiert hier. Es gehen 0 Schritte vorwärts mit p gleich p.next, also ist das richtig mit post gleich 0 hier die Schleife zu beenden. So, damit sind wir mit dem Einfügen auch schon durch. Jetzt müssen wir nur noch das Element entfernen und dann haben wir alles Wesentliche in unserer eigenen Linked-List-Klasse gebaut und brauchen dann nur noch uns um den Iterator zu kümmern. So, das Entfernen eines Elementes ist eigentlich sogar noch einfacher als das Einfügen. Hier sehen Sie wieder das Entfernen am Anfang der Liste. Hier sehen Sie unten, es bedarf nur dieser einzelnen Anweisung hier, um das erste Element aus der Liste auszukoppeln. Dann ist das erste Element nicht mehr drin, sondern übersprungen. Ja, danach sehen Sie, head verweist auf dieses Element, das bisherige zweite, bisherige dritte und so weiter und so fort. Alle Elemente, abgesehen von dem allerersten, sind noch in der Liste drin. Gut. Auch hier irgendwo mittendrin in der Liste ein Element zu entfernen, ist wieder entsprechend einfach. Hier sehen Sie die Anweisung, die dafür notwendig ist. Wichtig ist aber, dass das P
nicht bis zu dem Element laufen darf, das aus der Liste entfernt werden soll, sondern es muss eine Stelle vorher an dem Listenelement unmittelbar vor stehen bleiben. Dort muss der Durchlauf durch die Liste stehen bleiben. Das heißt, entsprechend müssen wir die Vorschleife etwas modifizieren, wie wir gleich sehen werden. Und dann können wir, wenn P auf diesem Element davor steht, dann können wir einfach den Next-Verweis umbiegen auf das übernächste Element und dann ist genauso wie eben am Anfang der Liste, jetzt mitten in der Liste, dieses Element ausgekoppelt und nicht mehr drin. Ja, wir gehen durch die Liste durch, tap, 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 dieses Element und dann gehen wir weiter durch die Liste durch, dieses berühren wir nicht mehr. Und genauso wie beim Einfügen ist es auch beim Entfernen so, dass wir für die Eliminierung des letzten Elementes keinen eigenen Sonderfall brauchen, sondern auch wenn jetzt hier kein Element mehr steht, sondern der symbolische Wert null, funktioniert das immer noch, dann verweist eben das bisherige vorletzte Element auf null und das ist ja genau das, was wir wollen, dass das bisherige vorletzte Element eben das nunmehr letzte Element in der Liste ist. Auch hier wieder die Implementation, wir nennen das Ganze Remove und betrachten vor allem die innere Logik hier. Auch hier wieder, wie beim Einfügen, etwas, was in den Bildern noch nicht thematisiert worden ist, nämlich der Fall, dass die Liste ganz leer ist, dass die bisherigen Bilder und der damit verbundene Code sind ja wieder von der Annahme ausgegangen, dass die Liste nicht leer ist, dass sie mindestens ein Element enthält. Wir müssen aber, bevor wir das erste Element prüfen, ob es das gesuchte ist, natürlich den Fall abfangen, dass es das erste Element gar nicht erst gibt. Sonst gibt es eine Null Pointer Exception, die wollen wir nicht haben. Also prüfen wir das nach und in dem Fall wissen wir, dass das Element, das wir entfernen wollten, gar nicht drin ist. Also können wir false zurückliefern. Also diese Methode remove ist auch ein bisschen einfacher als in der Java Standard Bibliothek für Interface List definiert. Die liefert einfach true oder false zurück, je nachdem, ob das Element einmal gefunden und dann einmal entfernt worden ist. Also ich betone deshalb mit einmal gefunden, weil ja ein Element mehrfach vorkommen kann, mehrere Duplikate und remove soll nur eins dieser vorkommen, dann entfernen nicht alle. Also wenn die Liste leer ist, dann ist das Ergebnis natürlich false, weil wir das Element auf keinen Fall gefunden haben können. Wir suchen ja gar nicht erst, wo sollen wir auch suchen? Ansonsten, wenn schon das erste Element das gesuchte ist, dann machen wir genau das, was wir dann schon auf der Folie für den Fall, dass wir das S-Element eliminieren wollen, gesehen haben und können dann true zurückliefern, denn wir müssen ja nichts mehr weiter tun. Wir haben ein Vorkommen dieses Elements entfernt. Wir sind also fertig und liefern true zurück, weil wir eben nun mal angeben damit, dass wir ein Element entfernt haben. So, jetzt gehen wir wieder durch die Liste durch, um zu der Stelle zu kommen, zu der ersten Stelle, an der dieses Element gespeichert ist oder um festzustellen, dass das Element nicht vorkommt in der Liste. Und hier, was Sie jetzt gelb unterlegt sehen, ist jetzt der Punkt, auf den ich eben hingewiesen habe. Die Suche, die Vorschleife darf nicht bis zu dem Element gehen, das entfernt werden soll, sondern muss ein Element vorher stehen bleiben. Das heißt also zunächst mal, wir müssen hier nachprüfen, ob nicht von P der Key der ist, der gesucht ist, sondern von P.next müssen wir das prüfen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir eben entsprechend hier P.next gleich P.next.next setzen, wie wir das gesehen haben. Und bei der Vorschleife müssen wir auch dafür sorgen, dass immer nicht P ungleich 0 abgeprüft wird, sondern p.next ungleich 0. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir noch ein nächstes Element von p aus gesehen haben, das als Kandidat zum Entfernen aus der Liste in Frage kommt. Und wenn p.next gleich 0 ist, dann steht steht p auf dem letzten Element, hat also kein weiteres Element danach, das noch in Frage kommen könnte zum Entfernen. Also deshalb zum Entfernen, weil eben der gesuchte Schlüsselwort da drin ist.
Damit sind wir auch mit dem Entfernen aus der Liste durch. Was noch verbleibt, ist die Iterator-Klasse. Die ist relativ kurz. Das ist nicht ungewöhnlich, dass die Iterator-Klassen, die man zu solchen Datenstrukturen baut, eher kurz sind. Hier ist es auch so. MyLinkedList ist unsere Listenklasse. Da nennen wir die, sinnvollerweise die Iterator-Klasse dazu MyLinkedListIterator. Implementiert das Interface Iterator, natürlich auch wieder generisch, und speichert innen drin einfach das, was wir eben explizit behandelt haben, nämlich so einen Laufpointer P, der genau das machen soll, was wir jetzt bisher gesehen haben. Und der Konstruktor, der soll dann P initialisieren auf das erste Element der Liste, beziehungsweise wenn die Liste leer ist, würde dann in P jetzt sowie in Head Null stehen. Dann sind die beiden Methoden hasNext und next auch sehr einfach. Ja, dadurch, dass wir P innerhalb vom Iterator auf das erste Element gesetzt haben, verweist also P auf das erste noch nicht zurückgelieferte Objekt. Auf das Objekt mit dem ersten noch nicht zurückgelieferten Schlüssel, um genau zu sein. Und das wollen wir beibehalten, dass P immer auf das erste noch nicht zurückgelieferte Objekt verweist. Und wenn wir das beibehalten, dann ist es ganz einfach mit hasNext abzuprüfen, ob es noch eins gibt, nämlich wenn P auf kein Element mehr verweist, dann gibt es kein erstes nicht mehr noch zurückzulieferndes Element, und damit können wir dann hasNext einfach implementieren. Genauso können wir implementieren, dass der Schlüsselwort mit next zurückgeliefert wird. Hier haben wir aber eine Feinheit. Wenn wir sagen, dass P immer auf das erste noch nicht zurückgelieferte Element verweist, dann müssen wir also dafür sorgen, dass P einen Schritt weiter geht. Aber dann verweist der P nicht mehr auf das Element, dessen Schlüsselwert wir zurückliefern wollen. Das heißt, wir müssen diesen Schlüsselwert kurz zwischenspeichern und dann noch mit am Ende zurückliefern. Und so sieht dann die Methode Iterator unserer Klasse MyLinkedList wiederum aus. Einfach ein Objekt von dieser Klasse MyLinkedListIterator mit dem privaten Kopf der privaten Liste konstruieren und zurückliefern.